mit Honorareinnahmen fotografiert habe. Das war der Manuel Amon. Entschuldigung, Emanuel Amon. Er war auch mal bildverantwortlich bei einem meiner ersten Projekte, das dann in, ich glaube, Schweizer Familie oder so publiziert wurde. Aber es geht ja jetzt hier um Herrn Manuel Amon. Ja, ja, aber Emanuel Amon hat natürlich nicht den Stellenwert, den ich ihm mit dieser Bilddominanz da zugeordnet habe. Das ist zu relativieren. Er hatte für mich selber in meiner persönlichen Biografie diese große Bedeutung, ist eigentlich eine Art wie auch ein Königsmacher, oder? Die Leute, die sind viel, viel mächtiger, wie es je auch eben die Vorfahren vielfach auch sind, also die nächsten Vorfahren, die Eltern, die uns sogar in die Luft heben können und von denen wir auf Gedeih und Verwerb abhängig sind. Und das hinterlässt Spuren in unserem Gehirn. Und das muss man relativieren, und diese Arbeit wird meistens nicht gemacht, oder? Und Forschende insbesondere und eben auch Medienleute müssen sich dessen sehr bewusst sein. Da gibt es großen Nachholbedarf. Und sonst geschieht einfach Manipulation, also teils bewusste sogar, oder? Machiavellistische. Und teils auch unbewusste, indem einfach das Unreflektierte dann einfach weitergegeben wird. Das Gleiche gibt es auch auf der Biografie eines Landes, der Geschichte des Landes und der Kulturen, wo wir in hohem Maße eben von denjenigen abhängig sind, die unsere Kultur gegründet oder maßgeblich beeinflusst haben. Das sind vor allem die Religionen. Und nicht umsonst habe ich auf meiner Forschungswebseite neoschamanismus.ch fast zu oberst, also zuerst kommt die Menschheitsgeschichte selbst, wie wir Mensch geworden sind, und dann gibt es die verschiedenen Abspaltungen in die verschiedenen Religionen, aber es geht um den Grundsatz der eindrücklichen Ahnen, und von deren Charisma müssen wir uns befreien. Dann haben wir einen nüchternen, unvoreingenommenen Blick darauf, wie es wirklich ist. Und Emanuel Amon, bei allem Dank auch. Ich hatte Glück, dass er ein schöne Bilder von uns gemacht hat. Bei ihm setze ich ihn jetzt in die zutreffende Größe zurück. Aber es geht ja jetzt hier um Herrn Manuel Amon, Hochschule St. Gallen, Finanzmarktprofessor. Und jetzt kann man auch bei mir investieren, oder? Entschuldigung, also man sieht dann in der Entwicklung, wie ich das dann eben sukzessive klärend und auf ein tragfähiges Fundament stelle, indem ich dann sage, ja, ich mache das nicht selber, das Entwickeln von Consulting und Trainers als Investitionsmöglichkeit, oder? Man sieht das. Vielleicht poste ich dann hier hinein, dass Sie gerade sehen, was gemeint ist, dass ich sage, ja, ich mache das nicht selber. Eine Fachperson, oder, kann das ja dann an die Hand nehmen. Ja, ich finde es nicht, aber ich habe jetzt hier anderes zu tun. Schauen Sie doch bitte im Beschrieb zu diesem Video hier auf YouTube. Bin ich froh, oder, dass ich dort schon so weit gekommen bin. Und ganz klar, wir sind nicht mehr Träumer von, also
Horden, also wir leben heute nicht mehr in einer Horde wie damals, sondern es ist alles hochspezialisiert, also spezialisiert bis hochspezialisiert. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zu Interproduktion kommen. Das geht weit über Zusammenarbeit hinaus. Wir stellen es ist eher wie ein Seil, ein geflochtenes, sagt man, geflochtenes, gespleistes Seil, oder? Wo ein Ganzes hergestellt wird. Kooperation, ja, ist dann, ja gut, der ganze Hintergrund ist eben auch anders, dass wir uns in gemeinsamen Erleuchtungskörper hineingeben, wenn ich so sagen, aber es gibt auch Möglichkeiten, natürlich mit SpezialistInnen zu interproduzieren auf eine Weise, die ich versuche das, oder? Dass man mehrere Spuren macht, und dann kannst dann Tabellen, Interview, das versuche ich, zeige ich Ihnen dann, wie man das machen kann. Es ist auch im Buch drin eigentlich so. Gibt es irgendwie mit meinem Jugendfreund diese intensive Gespräche, oder? Oder genau jetzt, dass man das wieder eigentlich das Interview, die Fragestellung von Blue News und dann gibt es die Antwort detailliertes Fachmanns aus der Sozial- und Wirtschaftspsychologie, Professor Christian Fichter. Und dann kommt dann meine Spur mit, ja, wie ich es dann bearbeite, und da kann man weitere Spuren dann und immer wieder Bezug nehmen zu vorher, und weil die Anfangsfrage dort auch erheblich ist, lohnt sich dort auch. Das sind also wie Kristallisationspunkte, wo man dann eigentlich wie eins, das kann man dann auf die, also dort schauen, oder? Mit dem wissenschaftlichen Geist. Und eben mit dem sozialen Geist, das kommt jetzt da dazu, und dass man sich auch korrigieren lassen kann. Und dann gibt es das gemeinsame Wachstum, das gemeinsame Wachstum, oder? Und das wird auch publiziert. Und ja, da sind wir im Moment jetzt dran, und jetzt habe ich schon wieder drei Viertelstunden und hoffe, dass ich ja. Erst einmal, das Ganze gibt irgendwie bereits jetzt irgendwie 4 Stunden oder so. Oder dass ich das versprochen ist ja immer auch noch das Register. Ja, also ich schaue, dass ich einfach wie die Prioritäten dort optimal finde. Und dann werde ich jetzt nicht mehr länger. Noch ein Abschluss zu diesem T-Shirt, das hat mich sehr gefreut. Oder ja, also. Trägt man jetzt in grünen Kreisen Umweltschutz nur noch Baumwolle oder so spezielle Wolle, die aber die nicht wirklich resistent ist, wenn man auch sich ein bisschen auch mit Energie eben auch bewegt und auch ein bisschen schwitzt und so, oder? Wie ist denn das, wenn man schwitzt mit Baumwolle? Ja. Das ist doch unangenehm. Also es gibt einen Bereich, wo es geht, wo gerade so viel verdampft wird. Aber meistens ist es so, dann hat man ein plotschnasses T-Shirt an und kann sich sogar erkälten damit, oder? Oder wenn man, ja, also da gibt's, das ist heute auch eine ausgefeilte Technologie, Technik dahinter. Bekleidungstechnik, oder? Und das gehört natürlich dazu, dass man jetzt so ein T-Shirt hat, wo man auch wirklich auch Sport machen kann damit, oder? Und das ist jetzt so eines. Und das ist so ein schöner Fortschritt. Da kann ich jetzt wirklich nur gratulieren. Die gibt es jetzt von Adidas. Und sieht auch noch schön aus, finde ich, oder? Und die sind hergestellt aus recyceltem Kunststoff. Ist das nicht wunderbar? Und
sind